Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge Fortius 5. Ihr wisst schon, ca. 5 Minuten, in denen ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an! Microsoft hat diese Woche auch in Deutschland endlich die neuen Surface-Produkte vorgestellt. Ich habe kräftig zugeschlagen, Surface Laptop 3 und das Surface Pro 7, auf das ich mich sehr freue, da endlich USB-C verbaut ist. Die konnten diese Woche endlich bestellt werden, beziehungsweise vorher schon bestellt werden, gingen aber diese Woche auch endlich in den Handel. Das neue Surface Pro X, was ja mit Qualcomm-Chip verbaut ist, das gibt es erst im November. Aber das nur als Einleitung. Microsoft steht diese Woche auch noch wegen etwas anderem in den Schlagzeilen, denn die haben Amazon ausgestochen bei diesem Pentagon-Jedi-Deal. Das Pentagon hatte schon seit längerem einen 10 Milliarden US-Dollar, Ausschreibung laufen, wo es halt hinging, sie wollen Kapazitäten kaufen, auch Rechenleistung, auch Know-how in Richtung Machine Learning, AI und sowas. Und das war unter anderem das, wo ich glaube, Google letztes Jahr auf Drängen seiner Arbeitnehmer gesagt hat oder sich aus diesem Rennen zurückgezogen, weil die gesagt haben, nein, Pentagon, Militär, das ist nicht die Richtung, in die wir gehen wollen. So, jetzt waren im Endeffekt nur noch zwei im Rennen, Microsoft und Amazon, was ja viele immer auch nicht wissen. Microsoft mit seiner Azure Cloud oder Azure Cloud, ich nenne es trotzdem Azure Cloud, ist ja einer mit der größten Anbieter. Amazon ist, glaube ich, immer noch der größte Cloud-Anbieter. Und Microsoft hat jetzt das Rennen gemacht. Da gibt es aber auch noch Gerüchte, dass der liebe Trump das nicht wollte, dass Amazon den Deal macht, weil der Jeff Bezos, der Chef von Amazon, ja auch vor einigen Jahren die Washington Post gekauft hat. Und was ist eine von den Lieblingszeitungen von Donald Trump? Die Washington Post und Jeff Bezos. Deswegen sollte Amazon diesen Auftrag irgendwie nicht bekommen. Ist natürlich auch wieder schöne Verschwörungstheorie, Gerüchteküche. Mal gucken, ob da was dran ist. Aber mir graut es jetzt ein bisschen davor, Clippy in Uniform zu sehen. Und von Microsoft bietet es sich an, darüber zu Google zu gucken. Da hat sich der Google-Chef, der Sundar, diese Woche vor den Google-Quantencomputer gestellt und hat gesagt, wir haben Quantenüberlegenheit erreicht. Quantenüberlegenheit ist der Punkt, wo gesagt wird, ein Quantencomputer ist viel, 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 viel schneller, als das ein gewöhnlicher oder auch ein Supercomputer sein könnte. Bei gewissen Aufgaben. Und so war es diesmal anscheinend auch so, dass sie da eine gewisse Aufgabe gestellt haben, die der Quantencomputer rucki-zucki erledigt hat. Ich glaube, das war eine Sache von 100 Sekunden. Und im Vergleich stellte Google sich hin und sagte, ein richtiger oder normaler Supercomputer würde dafür 10.000 Jahre brauchen. So, jetzt hat sich der freundliche Mitbewerber in diesem Feld, IBM, hat gesagt, jetzt übertreibt man nicht, Leute, normaler Supercomputer hätte eure Aufgabe in 2,5 Tagen gelöst. Keine Frage, 100 Sekunden sind trotzdem immer noch super. Ja, ihr habt das erreicht, aber übertreibt mal nicht so maßlos. Also, jetzt schreien natürlich viele und sagen, ja, weißt du, auch immer bei den Quantencomputern heißt, ne, normale Verschlüsselung, können die ruckzuck knacken und sowas. Das ist aber alles noch in den Anfängen. Also, der Aufwand, der da betrieben werden muss, das schaffen sowieso nur einige wenige. Plus das Pentagon. Aber ganz so weit ist es da noch nicht. Von Huawei bzw. Huawei gibt es auch was Neues. Und zwar können den Huawei Assistant oder den Huawei Assistenten testen. Bisher ist es ja bei vielen Geräten so, ne, man wischt drüber und bekommt die ganz normalen Google-Kacheln, die Google Now-Kacheln, ne, die Ansichten aus vielen Informationen zu Wetter, Transport oder aber auch Nachrichten. Jetzt ist aber natürlich bei Huawei das Problem, ne? Google-Sachen, Google-Dienste. Deswegen stampfen sie jetzt den Huawei Assistant aus dem Boden, der vieles ähnlich machen soll. Da kann man sich jetzt eine APK runterladen, selber installieren und da schon mal rumtesten. Da gibt es dann auch so Sachen wie App sofort starten, einige Informationen oder auch Nachrichtensachen, die man derzeit aber noch nicht anpassen kann. Also das Ding ist noch sehr in den Kinderschuhen. Aber das Interessante an dieser Meldung ist auch nur in die Richtung, ein weiterer Dienst, wo Huawei was Eigenes von Google machen muss. Und dann die andere Sache, die auch ein bisschen zum Huawei-Konzern gehört, das Honor 9X ist ja diese Woche, durfte ausgepackt werden. Zum Preis darf man noch nichts sagen. Jetzt guckt man sich aber die Honor Holland-Seite an.
und die ist immer noch online. Und auf der Honor-Holland-Seite ist das Honor 9X gelistet. Da ist die Rede von bestellbar ab dem 31. Oktober. Die ersten, die es kaufen im Superangebot, zahlen dafür nur für 200 Euro. Gleichzeitig wird ein europäischer Preis von 300 Euro genannt. Und wenn man als einer der ersten kauft, gibt es noch ein Honor 5-Band dazu. So, und das ist so der Punkt, wo ich mir denke, in Deutschland darf darüber nicht geredet werden. Die Holländer machen so Seiten, naja, die nennen halt diese Preise. Nur mal an dieser Stelle der Hinweis. Meine Gedanken dazu, ich meine, Nummer 1, wir bekommen ja nicht das richtige Honor 9X. Die China-Version hat einen Kirin 810 drin verbaut, also noch einige andere Änderungen. Wir bekommen hier im Endeffekt ein umgebrandetes Huawei P Smart Z, also auch mit dieser Ausfallfrontkamera. Ein bisschen mehr Speicher, beziehungsweise doppeltem Speicher und einer anderen Kamera. Und zwar, da haben sie jetzt die 48-Megapixel-Kamera reingebaut, aber im Endeffekt unter der Haube ist der gleiche alte Huawei-Murks, den wir seit 2 oder vielleicht sogar noch länger kennen. Was mich ein bisschen traurig stimmt, weil das ist auch wieder dieser Punkt, ne? Die haben die Zulassung, die Registrierung für die Google-Dienste. Aber um das hinzukriegen, so müssen sie halt alte Hardware verbauen. Es ist echt ein Murks und ich hoffe endlich mal, dass Trump und Huawei sich und China sich endlich mal einigen können. Dann gab es noch Spielemeldungen. Etliche Spiele wurden verschoben. Unter anderem, was einige am Donnerstag stark getroffen hat, The Last of Us 2 wurde auch verschoben. Und ich dachte auch erstmal, wow, sollte das jetzt nicht etwa schon kommen? Ja, aber wenn man sich das jetzt mal noch anguckt, das wurde, glaube ich, vom, 21. Februar, sagen wir Ende Februar, auf Ende Mai verschoben. 3 Monate. Und das bei so einem AAA-Titel. Also ich meine, da bin, ich weiß nicht, ob man heutzutage sich mehr über Spieleverschiebungen aufregt, aber ich bin da noch ganz andere Verschiebungszeiträume gewöhnt. Und damit sind wir eigentlich schon bei der Unterhaltung der Woche und viele rufen jetzt, BoJack Horseman Staffel 6 ist erschienen. Ich rufe Silicon Valley Staffel 6 und damit auch die letzte Staffel fängt eigentlich gerade jetzt bei HBO bei den Amis an. Da muss man sich auch noch ein bisschen gedulden, bis man das bei uns gucken kann. Es sei denn, jemand hat natürlich Zugriff auf so ein Abo. Mein persönliches Highlight der letzten Wochen, was ich immer so wieder gerne geguckt habe, auch eine Netflix-Serie, Tiny House Nation USA. Es geht um Tiny Houses, also kleine Häuser, die auch noch auf Rollen passen. Also nicht so, was sollen wir sagen, schick gemachte kleinere Trailer. Ja, man nennt das Ganze nicht mehr Trailer Park, sondern Tiny House Nation. Ich finde gerade die beiden, die das moderieren, der eine bastelt, der andere redet, finde ich sehr, sehr, sehr schön. Und vor allem aus welchen Beweggründen die Leute das machen. Und das, was ich immer wieder faszinierend finde, gerade ich als Messi mit sowas, wie die Leute in der Lage sind, auszusortieren, wo sie es dann schaffen, nicht nur noch, was weiß ich, 5 Hosen zu haben und 25, also was weiß ich, maximal 20 Outfits, sondern auch den ganzen anderen alles so hinzukriegen, dass das in so ein kleines Tiny House passt. War auf jeden Fall eine schöne Sache. Jede Folge dauert so 45 Minuten, ist immer gleich aufgebaut. Ganz spannend finde ich dann immer, wenn die dann nach 2, 3 beziehungsweise erst 6 oder 8 Wochen nochmal zurückkommen und gucken, wie haben sich die Leute eingelebt? Also wer mal auf so eine seichte Unterhaltung steht, mit wo deutlich mehr passiert als bei Marie Kondo, dem kann ich Tiny House Nation ans Herz legen. Ein altes QWERTY, beziehungsweise war das eigentlich ein QWERTY? Ich weiß es gar nicht mehr. Die Weltraumkatze muss wieder herhalten. So, das soll es gewesen sein mit VTS 5, Folge 415. Ist vorbei, euch einen schönen Start in die Woche, macht es gut und ja, die Uhr wurde eine Stunde zurückgestellt, ihr guckt diese Folge eigentlich, wenn ihr es jetzt guckt, seid ihr eigentlich eine Stunde müder als gewohnt. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Endlich auch in Deutschland die neuen... zu schwach.